Warte, mach mal so ab. Ja, noch mal. Die Gerte ist immer mein verlängerter Arm. Ja. Ne? Das ist so ein bisschen wie so ein Zeigestock, wo er sich mit beschäftigen soll. Ne? Also wenn so Sachen sind, die ich zum Beispiel anklopfen kann mit der Gerte, dann will ich eigentlich, dass das Pferd sich aufmerksamkeitsmäßig auch dahin bewegt. Mhm. Ne? Wenn das jetzt ein junges Pferd zum Beispiel ist, dass ich da über... Sollte man von Anfang an seitlich gehen oder gehen Sie auch mal vor dem Pferd? In dem Falle, wenn ich so ein enges Hindernis habe, dann gehe ich auf jeden Fall seitlich. Mhm. Ne? Weil wenn das Pferd einen Satz macht, soll es auch nicht draufspringen. Ja. Und dann... Vielleicht sieht man das ein bisschen. So ist es. Gut, ne? Jetzt könnte man hier mal so ein bisschen das Ding bewegen, dass er entsprechend steht. Die Gerte kann hier noch so eine optische Barriere bilden. Und immer wieder erstmal nur mit der Nase eben die Information zu geben. Ja, gut. Wenn ein Pferd von sich aus gelassen ist, ist es eigentlich egal, mit was man kommt. Das Pferd vertraut dem Menschen und dann kann ich da dran bringen, was ich will. Er weiß genau, dass nichts gefährlich ist. So. Wenn ich merke, dass das Pferd unsicher ist, lasse ich das Ding fallen. Langsame Bewegung, dann ist es gemein. Okay. Da kann man auch unten drunter gehen, das ist ja nochmal eine schöne Übung. Ne? Mhm. Das wäre fast dann schon Garotscha. Ja, genau. Rückwärts muss man üben. Ja, eine Voraussetzung für die Übung ist natürlich, dass wir jetzt fertig dirigieren können. Ne? Ja. Also. Gut, prima. Gut. Fein. Gut so. Super. Fein.